So. Nee. Ja, erstmal würde ich ihn da ganz gerne haben. So. Das heißt, ich düse hier nochmal raus. Ich düse hier nochmal raus. Und wird dann quasi hier. Hier die Falle platzieren. So, dann würde ich da hinlaufen. So, wunderbar. Und ach komm, wir können auch da reinpacken. Zack, da rein. F5. Und gespeichert. Wo ist denn der nächste Haken? Okay, da ist die Tür, die offen ist. Wo schaut denn der hin? Der schaut irgendwo dahin. So, der guckt darüber. Jetzt nicht mehr. Okay, also das ist ein bisschen unrealistisch, dass er es einfach nicht mitkriegt, wenn da jemand so direkt an ihm vorbeischleicht. Aber gut, es ist halt so. So. Da hinten wäre ja dann der nächste. Wo guckt der hin? Okay, der sieht gar nichts. Der sieht wirklich nichts. So, dann würde ich da ganz gerne wieder runter. Und bin da. So. Ich speichere nochmal schnell. Was gibt's hier? Hier gibt's erstmal nichts. Wo guckt der? Der guckt irgendwo da hinten. So, okay. Dann würde ich das da gerne machen. Und dich hier ablagern. Wunderbar. Und da ist ein Samurai. So. Das heißt, ich würde ganz gerne... Da. Tschüss. So. Ich würde ganz gerne die Falle jetzt da platzieren. Hier oben hingehen. Und dann würde ich ganz gerne sagen... Ah, okay, Samurais lassen sich nicht ablenken. Samurais lassen sich nicht ablenken. Okay. Machen wir das doch mal so. Sieht dich da jemand? Den nehmen wir mal mit. Da oben. Da hinten. Okay, das war einfach nur die Vorbereitung. Damit wir mit dem Spiel mit ihr vertraut werden. So. Oh. Okay, also Samurais sollte man lassen. Vor einer Minute 58, genau. Ah, okay. Gegen Yukis kleine Falle immun. Auch gegen ihren Dolch, oder wie? Auch gegen... Ah, warte mal, komm. Natürlich, weil sie ja selbstverständlich großartige Krieger sind. So, gut, dann mache ich hier mal F5.
An dem schleiche ich jetzt einfach vorbei, oder wie? Ja, ich glaube schon. An dem schleiche ich jetzt vorbei. Und dann würde ich ganz gerne darüber. So, da hinten ist natürlich ein Zivilist. Da muss ich bei dem mal gucken, wo er so hinschaut. Er belädt die Kiste. Also den Wagen. Das heißt, ich würde jetzt von hier dahin schleichen. So. Dann da lang. Komm hier. So. Da lang. Darüber. Da hoch. Darum. Fluff. Wunderbar. Wunderbar. So, speichern. Darüber. Und dann könnte ich ja da runter gehen. ここにいたか。心配したぞ、若い娘よ。ごめん、厄介事を持ってきちゃった。さて、どうだろうな。それで、何を見つけたんだ？ あの男が書類を持ってる。言ってた通り、大きな家にいる大きくて、卑しい侍をたくさん連れてる。後でどうにかしよう。まず、屋敷の中に入る必要がある。はい。入るのに2箇所見つけた。一つは北の門。もう一つは南根。けど、どちらも鍵がかけられてる。 その鍵があるはず。誰が鍵を持っているかわかりそうか。はい。そこの卑しい侍よ。あの人の鍵が盗んで欲しがってる。中へ登って入り、奴から鍵を奪ったら中に入れてくれ。そしたら中で再会して、さらなる計画を話そう。はい、お侍さん。 Okay, wird jetzt also ein bisschen spannender. Ah, da oben geht's sogar weiter. Okay, da oben geht es weiter. So, Mugen, du versteckst dich bitte jetzt erstmal da und bleibst erstmal dort. So, kleine Yuki. Okay. Ah, er kann nicht ins Wasser gehen, ne? Kann nicht ins Wasser gehen, genau. Yay! Okay. Was? Sie kann auch... Nee. Okay. Wunderbar. Sie ist also der kleine Hayato. Das heißt, wir würden... Genau, wir würden da erstmal dahin gehen. So, das heißt, ich laufe erstmal hier hoch. Und dann hoffe ich mal, dass ihn umzubringen nicht zu viel kostet. Also nicht zu viel Lärm macht, wollte ich sagen. Okay, da sind Fußspuren. Okay, bis hier sieht er Fußspuren. Das ist gut. Wobei ich hier nichts habe, um mich zu verstecken. Das ist nicht gut. Wir speichern mal schnell. Ich würde nämlich ganz gerne hier ein kleines Geschenk für ihn platzieren, so ungefähr da. Und dann von dort aus weglaufen und mich im Gebüsch verstecken. So, zack. Dann gehst du jetzt hier ins Gebüsch und versteckst dich. Ich hoffe, er sieht die Fußspuren. Ah, verdammt. Verdammt. Die waren einfach zu spät.
So, dann muss ich hier nochmal runter. Und dann würde ich nochmal hier hochgehen wollen. In der Hoffnung, dass ihn das anlockt. So, er müsste die Fußspuren sehen. Okay, das hat mit dem... Ja, komm schon. Das hat mit der Falle ja jetzt super funktioniert. Aber immerhin habe ich es trotzdem geschafft. Also ein bisschen Kreativität bietet sich gelegentlich an. So. Wir speichern hier schnell und schauen uns mal an, was dieser Samurai tut. So, ich gehe mal ins Gebüsch. Okay. Samurai sind gefährlich und schwierig auszuschalten. Wie Strohhutträger sind sie gegenüber Lockmitteln und Ablenkung immun. Wie Strohhutträger untersuchen sie Bedrohungen mit großer Effizienz. Mugen kann sie mit einer Nahkampfattacke ausschalten. Alle anderen Charaktere müssen einen Konterangriff hinnehmen und sterben, wenn sie einen Samurai angreifen. Okay. Gut, dann würde ich sagen, ist es Aufgabe von Mugen, sich um den Samurai zu kümmern. Was kann Mugen? Okay, was macht die Wache hier? Die hängt so rum. Wir speichern mal. Durchdringt keine Samurai-Rüstungen. Okay. Dann würde ich dich mal gerne umbringen. Okay. Da ist ein Typ. Ja, dachte ich mir. Können wir wieder laden. Dachte ich mir, dass ich den im Auge behalten musste. Das kriegen wir hin. Das war jetzt erstmal das Experiment. Geht's, geht's nicht. Es geht, wir kriegen das hin. Also erstmal gehen wir hier in die Hocke. Dann laufe ich mal dahin und warte darauf, dass der Typ da unten vorbeikommt. So, das heißt, ich kann mal dahin gehen. Hui. Ah. Was ist denn damit? Okay. Ist Mugen getroffen worden? Nee. Nee. Okay. Steuerung L wäre die Möglichkeit, also entweder sich da zu verstecken, F5 oder umzuschmeißen. Ich würde es mal gerne ausprobieren. Einfach aus Neugier jetzt. Wie gesagt, einfach aus Neugier. Ach, das ist schnell laden. Ah. Na, kommst du zu mir? Melody,
Nein, nehmen und ins Gebüsch, bitte. Wunderbar. Okay, war auch nicht so geplant, aber es funktioniert trotzdem irgendwie. Gut. Gehst du da jetzt hin? Nein, tust du nicht. Das ist schön. Ja, ich würde ganz gerne wissen... Hallo, Wache. Wache? Wohin schaust du? Okay, da ist ein Zivilist, der arbeitet irgendwie. Da sind die Strohhüte. Da sind die Strohhüte. Komme ich hier irgendwie anders rum? Okay, die Frage ist, wie mache ich jetzt hier weiter? Da hinten geht's nicht weiter. Ich muss über diesen Hof. Ich könnte hier das Gebüsch... Und dann könnte ich da jemand herlocken. Wo läuft denn der hin? Der schaut sich da um. Und... Also ich denke, mit Yuki... Yuki. Kann ich definitiv dahin. Okay. Da muss ich definitiv drauf achten, dass der Typ da hinten weg ist.